LibreOffice ist letztes Jahr 10 Jahre alt geworden. Erstmal dem Projekt einen herzlichen Glückwunsch. Lothar Becker hat dazu unter anderem einen Vortrag bei den TOX-Tagen letztes Jahr gehalten. Bevor der Vortrag losgeht, möchte ich euch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir für die kommenden TOX-Tage 2021 Vortragende suchen. Falls ihr einen Workshop oder einen Vortrag halten wollt und uns etwas aus der Open Source und Linux Welt erzählen wollt, dann sind die TOX-Tage 2021 auf jeden Fall eine Möglichkeit. Funktioniert alles von zu Hause aus. Tragt euch da gerne ein. Ansonsten merkt euch auf jeden Fall schon mal den 13. und 14. November vor. Da werden die TOX-Tage unter anderem auch hier auf dem Linux Guides YouTube-Kanal gestreamt. Jetzt aber viel Spaß mit dem Vortrag. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Lothar Becker. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der The Document Foundation und will heute Morgen ein bisschen erzählen über die Projektkulissen von LibreOffice oder der Stiftung, die dahinter steckt, nämlich The Document Foundation. Vielleicht ein, zwei Worte zu mir selber. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, die dahinter steckt, die ich ein bisschen vorstellen will. Aber in meinem beruflichen Leben mache ich natürlich auch etwas im IT-Umfeld. Ich bin der Geschäftsführer der Punkt.Ries Applications GmbH. Vielleicht insofern auch ein bisschen interessant, weil die Punkt.Ries Applications war der erste. Ja. Gut, Geschäftsführer Ries Applications. Und die Ries Applications ist eben schon relativ lange in dem Umfeld aktiv, war der erste Service Provider im Umfeld von den Wurzeln von LibreOffice. Ja, 2020 ist ein besonderes Jahr für LibreOffice, aber eben nicht nur für LibreOffice, wie man hier auf der Folie sieht. September 2010 ist LibreOffice entstanden und ich werde gleich noch eine Timeline zeigen, ein bisschen dazu. Und daran wird man eben auch sehen, dass es eben nicht nur 10 Jahre LibreOffice zu feiern gilt in diesem Jahr, sondern dass es eben eigentlich auch ein 20-jähriges Jubiläum von freien Office-Suiten ist. Nämlich im Juli 2000 hat damals Sun das Thema Open Office veröffentlicht. Aus dieser Timeline, die man hier sieht, die hier eigentlich erst mit diesem vor 20 Jahren begonnen hat, mit dem Auflegen oder der Verfügbarkeitmachung von dem Source Code von Open Office eben im Jahr 2000. Das die Wurzeln von LibreOffice eben bei OpenOffice liegen und eigentlich von OpenOffice davor noch eben im StarOffice-Bereich liegen. Das ist jetzt hier nicht unbedingt in dieser Timeline zu sehen, aber ich glaube, es ist bekannt, dass der Marco Burries damals im zarten Alter von 16 Jahren, also das sind jetzt schon 35 Jahre her, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, begonnen hat, quasi diesen das Word-Pendant, den Starwriter zu entwickeln. Er hat damals diesen Starwriter, ich glaube, in der nächsten Folie kann man auch so einen Screenshot davon mal sehen. Das ist jetzt schon die Version 2.0, die er dann auch für DOS und für Windows entwickelt hat und dann in der Folgezeit, also nach 85, dann quasi auch die zusätzlichen Module entwickelt hat. Gehen wir nochmal auf die vorherige Timeline zurück. Hatte dann also seit 85 quasi die Module weiter dazu entwickelt. Er hatte ursprünglich die Star Office Suite entwickelt für noch nicht für die Windows-Plattform, sondern erst für Zilog, für die C80. Vielleicht dem einen oder anderen historisch gesehen ein Begriff und erst später und den Commodore 64 und erst später dann ist er auf die 8086 Architektur gewechselt und war dann natürlich dann auch im DOS im Windows-Bereich, auch OS 2 von IBM und hat dann da weiterentwickelt. Hat die StarOffice-Suite dann vervollständigt mit das, was wir heute kennen, neben dem Writer dann auch den Calc-Draw-Image. Damals gab es noch ein eigenes Chart, Star-Chart-Modul, was wir quasi aus den
aus den Modulen heraus kannten. Ja, er hat dann im Jahr 1999, also kurz vor dieser Timeline hier, quasi diesen Teil der Star Office Division verkauft an Sun Microsystems nach Amerika. Sun war sehr interessiert daran, Technologie zu haben, die auf ihre eigenen Architekturen läuft, auf den Betriebssystemen und so weiter. Und aber Sun Microsystems hat dann relativ früh, war schon sehr früh aktiv in dem Open Source Projektumfeld und hat dann entschieden, im Jahre 2000, im Juli 2000, diesen Star Office Programm Source Code zu veröffentlichen, und zwar unter dem Namen OpenOffice.org. Ich glaube, jeder, der sich mit diesen freien Office Suiten beschäftigt, der kennt auch den Namen OpenOffice. Und die Entwicklung hat dann ihren Lauf genommen, wie man in dieser Timeline sieht. Es sind Major Releases veröffentlicht worden, es sind zusätzliche Funktionen hineingekommen. Eine Gruppe von freiwilligen Firmen, wie zum Beispiel meine Firma auch, hat sich drumherum gruppiert, und die Gemeinde ist dann im Laufe der Zeit immer größer geworden. Und dann hat Sun selber schon so die ersten Schritte gemacht, die nicht unbedingt mit dem Community Management oder den freiwillig Beteiligten in Übereinstimmung stand. Man sieht hier parallel hatte sich dann auch sowas von Novell entwickelt, also auf gleichen Source Code Basen entwickelt. Das Ganze verschärfte sich dann etwas, als Sun verkauft wurde, an Oracle verkauft wurde. Und im Jahr 2009, 2010 haben sich dann quasi, wie man auf den nächsten Folien sieht, ein Teil der OpenOffice-Community dazu entschieden, quasi einen eigenen Source-Zweig aufzumachen. Und nicht nur diesen Source-Zweig dann eben LibreOffice zu nennen, sondern auch sich auf den Weg zu machen, diesem Gebilde mit all den Erfahrungen, die man quasi aus dieser Zeit gemacht hat, die in eine ganz bestimmte Richtung gelaufen sind, die dominiert waren von ein oder zwei Firmen, eben anders zu gründen und anders einen rechtlichen Rahmen zu finden, um diesen Entwicklungen dann eben ein für alle Mal die Grundlage zu entziehen. Ja, also dieser 28. September 2010 war dann, das stellt diese 10 Jahre LibreOffice, quasi nach 10 Jahren Veröffentlichen von OpenOffice und dann 10 Jahre weiter seit der Veröffentlichung heute von LibreOffice, stellt also den Geburtszeitpunkt da, wo der Name oder das Brand LibreOffice dann gestartet wurde. Das war allerdings dann noch nicht alles, weil ich habe ja eben versucht, auch schon darzustellen, dass es eben hinter diesem Begriff LibreOffice, hinter diesem Brand eben auch eine... Entschuldigung, da kommt ja schon eine Frage rein. Ja. Wunderbar. Also Heiko Jans fragt, LibreOffice hat keine VBA oder ähnliches. Als funktionaler Bestandteil hat LibreOffice durchaus schon immer auch eine Makrosprache. Ich vermute, das ist der Hintergrund der Frage. Und die ist angelehnt an den Visual Basic in sehr frühen Zeiten, aber nicht gleich. Das ist also ähnlich, aber nicht unbedingt genau das Gleiche. Dann, ich war stehen geblieben bei dem Thema der Veröffentlichung des Source Codes oder der Einführung dieses Softwarezweigs LibreOffice, der LibreOffice genannt wurde. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, eben all diese Erfahrungen, die wir gemacht haben in dieser Projekthistorie, in eine rechtliche Form zu gießen, damit es einen Rechtsrahmen gibt, der bestimmte Rechte hält, der Community bestimmte Rechte garantiert. So ist es dann dazu gekommen, dass im Jahr 2012, also wirklich, wie man hier sieht, als deutsche gemeinnützige bürgerliche Stiftung die The Document Foundation gegründet wurde. Wir sehen hier den Mike Schienagel, der sich sehr, sehr engagiert hatte, um das auch den rechtlichen Grundlage, die Satzung, die Statuten, die Stiftungsstatuten auf den Weg zu bringen. Was da besonders ist bei der The Document Foundation, das ist so ein bisschen dieser Blick hinter die Kulissen. Da werde ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Also die Stiftung The Document Foundation ist dann am 7. Februar
ins Leben gerufen worden und hatte eben zwei Hintergründe. Das eine eben diese Stiftung, die ein gemeinnütziges Ziel hat. Ziel, wie man hier lesen kann, Ziel der Stiftung ist die Förderung und Entwicklung von Office-Software zur freien Nutzung durch jedermann. Da kommt eben genau dieser Ausdruck oder dieser Zweck der Stiftung zum Tragen, dass wir eben nicht mehr von ein oder zwei Firmen dominiert werden wollen in den Entwicklungsentscheidungen und so weiter. Und das hat man eben geschafft, dadurch, dass man diese Stiftung in Berlin, übrigens mit Sitz in Berlin gemacht hat. Warum hat man das in Deutschland gemacht? Das war nicht unbedingt logisch oder das war nicht unbedingt eindeutig gesetzt, obwohl die Wurzeln von StarOffice ja im europäischen, im deutschen Raum liegen. Das hat man deswegen gemacht, weil sich herausgestellt hat, dass das deutsche Stiftungsrecht, das deutsche bürgerliche Gesetzbuch mit der Stiftung eine Art Rechtsform bietet, die eigentlich für die Ewigkeit gebaut ist. Also im Sinne von diesen Stiftungszweck zu ändern, bedarf es hoher Hürden oder bedarf es des Nehmens hohe Hürden. Und das war uns sehr wichtig, dass wir eben das wirklich fundamental festsetzen, damit wir hier nicht durch andere quasi wieder in ein anderes Fahrwasser hineinbekommen haben. Hier sieht man, dass... Es kommt noch eine Frage rein. Ja, gerne, immer. Was ist überhaupt der Hintergrund der OpenOffice, LibreOffice Forks? Fragt Sascha folgt. Gut, ich glaube, dazu habe ich gerade ein bisschen was gesagt. Also es war so, dass eben die Oracle sehr stark die Entwicklung und die Produktentscheidungen gepusht hat und in ganz bestimmte Richtungen getrieben hat und damit eben nicht mehr in Line mit einem Großteil der Community stand, also der anderen Gruppen, die sich um OpenOffice herum betrieben hat. Und eben über einen gewissen Zeitraum hat man sich dann eben, hat ein Teil dieser Community gesagt, dass man sich eben gerne unabhängig davon machen würde. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum es diesen Fork dann gab. Die Geschichte von OpenOffice kennt man vielleicht dann auch weiter. Oracle hat es dann, glaube ich, an Apache weiter gestiftet. Das war im Prinzip auch eine Stiftung an Apache. Wie man eben an der Timeline gesehen hat, sind diese Major Releases eigentlich dann nicht mehr so ganz in dem Rhythmus gekommen, wie wir sie eben bei LibreOffice erlebt haben. Weiterentwicklungen, gerade im Kompatibilitätsbereich und so weiter. Genau, und deswegen hat man eben diesen Brand LibreOffice oder den Zweig LibreOffice gebaut vor 10 Jahren und eben diese Stiftung, wie ich es gerade eben erklärt habe, The Document Foundation, als Rechtsperson da eingefügt. Wichtig ist hier zu sehen, diese Stiftung hat nicht den Produktnamen in ihrem Stiftungsnamen. Das hat ganz bestimmte Gründe. Das hat nämlich den Grund, dass diese Gemeinnützigkeit, wie man hier lesen kann, nicht nur auf ein bestimmtes Produkt gezielt sein kann oder sein darf. Und wer sich ein bisschen auskennt im Bereich der freien Office-Suiten, der weiß zum Beispiel, dass die The Document Foundation nicht nur das Projekt LibreOffice hostet, also im Sinne von Source Code Repository zur Verfügung stellt und so weiter, sondern dass es neben dem Projekt LibreOffice eben zum Beispiel auch ein Document Liberation Projekt gibt, also die Filter, Kompatibilitätsfilter programmieren und zur Verfügung stellen, damit auch andere zum Beispiel das Open Document Format, dem LibreOffice hinterlegt, benutzen können und bedienen können und so weiter. Philosophie, habe ich ein bisschen was dazu gesagt. Was ist Philosophie, die auch eben in der Satzung zum Ausdruck kommt von der Document Foundation? Es soll das Produkt und die Community weiterentwickelt werden durch Aktivitäten, die wir starten, durch Veranstaltungen. Wir haben auch in diesem Jahr einen Jubiläumskongress gehabt, auch alles online natürlich. Wir haben festgelegt in der Satzung, zu der ich gleich noch ein, zwei Sätze sage, dass alle Aktivitäten innerhalb der Stiftung der Offenheit und der Transparenz unterliegen und dass wir eben nicht von einem einzelnen Sponsor abhängig sein wollen. Wenn wir von dem Begriff Community sprechen, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft der Philosophie. Da kommt noch eine Frage rein von GWKBNHSJEA. Okay. Wieso wir
Frage, wieso wir das Punkt.x nicht richtig unterstützen, ist doch offen. Man kann es mit nonzip entpacken. Ja, das ist nicht so. Wahrscheinlich war das nicht so. Ja, genau, das ist nicht so ganz richtig. Also inzwischen ist das Microsoft Office Format, also das meint er mit .x wahrscheinlich, sogar relativ technologisch relativ ähnlich auf XML-Basis aufgebaut wie das Open Document Format, aber aus Kompatibilitätsgründen enthält .x oder die Definition von .x oder das, was heute Microsoft nutzt, das ist nicht die reine Form dieses, dieses Standards, den auch Microsoft eingeführt hat, teilweise auch immer noch proprietäre Bestandteile, die in irgendeiner Form verschlüsselt sind und eben interpretiert werden müssen. Also das ist eben nicht die reine Form und das ist der Grund, warum es zum Beispiel auch immer noch Kompatibilitätsprobleme zwischen beiden Formaten gibt. Es wäre schön, wenn es wirklich die reine Definition dieser Microsoft Office X-Formate nutzen würde, aber aus Kompatibilitätsgründen ist das eben leider nicht der Fall. Und von daher gibt es eben zwei solcher Standards, sogar mit dem mit der Tatsache, dass selbst Microsoft nicht den reinen Status nutzt, um die üblichen .x und .xlsx zu machen. Ja, zu dem Thema Stiftungszweck und Dauer und Stabilität habe ich eben ein bisschen was gesagt. Wofür braucht man ein solches Rechtsgebilde? Eben zum einen, um bestimmte Rechte eben garantieren zu können, wie so etwas wie ein Brand, also wir als Stiftung verwalten zum Beispiel Trademark-Lizenzen, die wir vergeben können über den Begriff LibreOffice. Wir sind natürlich der Ort, der auch durch seine Gemeinnützigkeit eben Spenden empfangen kann und dafür auch Spendenquittungen ausstellen kann und so weiter, das weltweit quasi einsammeln kann und eben dieses Geld in entsprechende Aktivitäten, die ich eben gesagt hat, dann auch hineinsteckt. Wir haben inzwischen sogar festangestellte Mitarbeiter in der Stiftung, die sich sehr, sehr stark auch um Prozesse um dieses LibreOffice herum kümmern. Also eine Qualitätssicherung, eine Dokumentation, die weltweit organisiert werden muss, wo Leute zusammengebracht werden müssen, wo bestimmte Tools zur Verfügung gestellt werden müssen und so weiter. Das kostet natürlich alles Geld und dafür ist die Document Foundation quasi der Ansprechpartner, der man Spenden zur Verfügung stellen kann, um das dann quasi zu finanzieren. Ja, ein bisschen was zu den Organen. Da sind wir eigentlich relativ stolz drauf, weil nach dem deutschen Stiftungsrecht gibt es eigentlich keine Mitglieder in einer Stiftung. Es gibt Organe, also sowas wie den Vorstand hier, aber sowas wie wir hier unten sehen, dieses Mitgliederkuratorium, deswegen musste es auch diesen Begriff geben, Mitgliederkuratorium, das aus inzwischen über 220 Mitgliedern besteht, das gibt es normalerweise in einer Stiftung nicht. Die Stiftung hat Angestellte, sie hat ihren Stiftungszweck und sie hat einen Vermögensstock, mit dem sie eben arbeiten kann. Aber sowas wie Mitglieder war damals im deutschen Stiftungsrecht die erste Stiftung, die sowas realisiert hat. Und das war eben so ein bisschen tricky, da hat der Mike Schienagel in Berlin sehr lange dran gearbeitet, bis die Satzung so war, dass sie auch akzeptiert werden konnte. Ihr seht hier so ein bisschen die Organisation, also man kann quasi Mitglied in diesem Mitgliederkuratorium werden und dieses Mitgliederkuratorium wählt dann alle 2 Jahre einen Vorstand oder im Wechsel eben dieses Mitgliederkomitee. Dieses Mitgliederkomitee ist oder wird dafür gebraucht, dass es auf Basis von Aktivitäten, von dieser Merokratie, von diesen Merokratie-Eigenschaften quasi definiert, wer darf denn Mitglied hier in diesem Mitgliederkuratorium sein. Es gibt also vierteljährlich Entscheidungen, wo quasi neue Mitglieder aufgenommen werden können und auch Mitglieder, die quasi nicht mehr aktiv sind innerhalb der Stiftung oder in dem Umfeld von LibreOffice dann auch wieder die Mitgliedschaft hier aus dieser TDF verlieren. Und Fragen? Genau, da kommt noch eine Frage rein. Ja. Wo sehen Sie die Stiftung in 10, 20 Jahren? Gibt es eine langfristige Strategie, in die Sie sich entwickeln wollen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir sind gerade dabei, jetzt greift so ein bisschen die Herausforderung, die ich am Ende nochmal sage, vorneweg. Also zunächst mal ist ja eine Stiftung, ich glaube, das steht auch auf der nächsten Folie, sowas wie für die Ewigkeit gebaut. Das heißt, der Stiftungszweck, Moment, ich such's gerade, wo ist es denn? Der Stiftungszweck bleibt im Prinzip der gleiche. Das heißt also, in 10 Jahren haben wir letztendlich immer noch die Aufgabe, diesen Stiftungszweck zu erfüllen, nämlich die Software für jedermann und frei zugänglich zur Verfügung zu stellen. Aber natürlich verändern sich zum Beispiel im Laufe der Zeit die Geräte, mit denen wir arbeiten. Also nicht mehr alle arbeiten zum Beispiel mit einem Laptop oder mit einem PC. Das heißt also, die Vision, in der wir uns hineinentwickeln, wo wir in 10 Jahren sein wollen, die hat sehr, sehr stark eben mit der Nutzung und mit den Anwendern und der Community selber zu tun. Weitere Vision für in 10 Jahren ist, dass wir natürlich bei weitem, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel Diversität auf der Welt, wir sind weltweit verteilt, aber das gilt es natürlich immer weiter aufzubauen und gilt es weiter in weitere Sprachen, in weitere Länder zu bringen und so weiter. Also einerseits stabil diesen Stiftungszweck weiter betreiben und sicherzustellen und auf der anderen Seite die Reichweite, die Marktdurchdringung, wie immer man das benennen will, eben zu vergrößern, weiter zu tun. Und das ist uns eben in den letzten 10 Jahren eigentlich sehr gut gelungen. Moment, jetzt muss ich mal schauen, wo wir hier in den Folien sind. Das hatte ich erklärt. Ja, vielleicht, weil ich gesagt habe, Mitglieder, die Mitgliederbasis, die Community vergrößern. Ich habe gesagt, da gibt es so ein Komitee, was darüber entscheidet, ob man in diese Mitgliedschaft, in das Mitgliederkuratorium aufgenommen wird. Hier sind so ein paar, da kann ich jetzt nicht alle drauf eingehen, aber so ein paar Aktivitäten, mit denen man sich quasi für eine solche Mitgliedschaft qualifizieren kann, auf deren Basis man dann quasi einen Antrag stellen kann, um in diese The Document Foundation aufgenommen zu werden. Also jede Art von Mitarbeit, sei es bei Accounting-Sessions, sei es bei der Dokumentation oder bei der Organisation dieser jährlichen LibreOffice-Konferenz, wer da tatkräftig mithilft und auch eine gewisse Langfristigkeit in diesem Engagement zeigt, der ist selbstverständlich dann auch qualifiziert, um Mitglied zu werden. Was nicht alleine qualifiziert, sind Geldspenden. Also nur weil man der Document Foundation etwas Gutes über eine Geldspende getan hat, ist das nicht allein quasi ein Qualifikationsmerkmal, um sich da einzukaufen quasi. Also das wollte man damit verhindern. Ja, Offenheit, Transparenz, habe ich gesagt, und das Ablegen in die Satzung. Wir halten also unsere Vorstandssitzungen zum Beispiel, in der eben die weltweiten Vorstände zusammenkommen, öffentlich. Es kann jeder über Jitsi übrigens auch teilnehmen und Fragen stellen an den Vorstand. Wir machen alle Entscheidungen, so sie denn nicht in irgendeiner Form anderen Datenschutzgründen zugrunde liegt, öffentlich. Die Buchhaltung ist einsehbar über unsere Web. Stelle über unsere Webpräsenz und auch die Mailinglisten und Diskussionen und so weiter finden in der Öffentlichkeit statt und können eigentlich von jedermann quasi eingesehen werden. So, ja, und dann ging natürlich nach der Gründung die Zeit weiter. Ein bisschen beeilen. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Bild aus der LibreOffice-Konferenz von 2016 reingebracht. Ihr seht, da sind einige dazugekommen. Die Community ist größer geworden. Wir reden von mehreren hundert Leuten. Wie gesagt, Unterschied Community zu Mitgliederkuratorium, das sind eigentlich zwei Stufen und die hat sich immer weiterentwickelt. Und im Jahr 2017 gab es dann von, muss ich gerade nachgucken, das war ein Survey bei der Northbridge und Black Duck. Black Duck sagt uns, glaube ich, hier im europäischen Meer. Die haben eine Umfrage gemacht in 2017 und wir hatten dann etwa nach 7 Jahren dieses Brandings von LibreOffice wirklich einen Status erreicht als Most Valuable Open Source Project an 4. Stelle. Sogar teilweise vor irgendwelchen Linux-Derivaten, wie wir da gesehen haben. Also
eine Bedeutung oder ein Wertmaßstab dieser Marke LibreOffice, der doch sehr, sehr hoch angesehen wurde und eben über so ein Survey da mal festgestellt wurde. Ob das alles heute noch so ist, ob sich das teilweise verschoben hat, die Welt hat sich weiterentwickelt, das sei mal dahingestellt. Aber mit dieser Umfrage war klar, LibreOffice hatte sich etabliert auch als Marke. Wer da genaueres haben will und genaueres wissen will, ist, es gibt jedes Jahr, das ist Aufgabe einer Stiftung, einen solchen Jahresbericht zu erstellen. Da wird quasi alle Arbeit der Community dargestellt. Das ist wirklich ein sehr umfangreiches Booklet über alle Aktivitäten. Und hier sind auch die Links gezeigt, wo man da mal reinschauen kann. Der Deutsche ist insofern sehr ausführlich, weil er eben in die Stiftungsaufsicht jedes Jahr eingereicht werden muss. Wie die Frage eben schon gezeigt hat, die Welt bleibt nicht stehen. Wir wollen weitere 10 Jahre oder wir wollen in die Ewigkeit hinein arbeiten. Ich habe als letzte Folie mal hier so ein paar aktuelle Herausforderungen aufgegriffen und will sie benennen, wo wir am Arbeiten dran sind, wo wir eben zum Beispiel eine neue oder eine überarbeitete Vision entwickeln. Das ist exakt die Antwort auf die Frage eben nach der Vision. Wir hatten das damals, als wir uns von OpenOffice abgespaltet haben, Next Decade Manifesto, in dem diese Werte eben gegossen sind und in dem das zur Verfügung stellen von LibreOffice auf für jedermann eben festgeschrieben worden ist. Das muss fortgeführt werden und das ist eine der Herausforderungen, an denen wir momentan arbeiten. Nicht so ganz einfach, immer mal 10 Jahre nach vorne zu blicken. Gibt natürlich noch weitere Herausforderungen, so ein Thema wie diese Diskussionen, die vielleicht alle mitbekommen, über die digitale Souveränität. Also was heißt es, Microsoft Office zum Beispiel in der Cloud zu benutzen und was ist die Alternative, LibreOffice natürlich, hat uns einen extremen Bedeutungsgewinn gebracht und wir arbeiten in vielfacher Hinsicht auch mit Gesetzgebern und mit Regierungen und so weiter zusammen und informieren da und helfen da und so weiter und so fort. Contributions, wir brauchen immer Contributions, wir brauchen neben den Spenden natürlich aktive Mitarbeit, wir brauchen Freiwillige im Non-Coding-Bereich, also die sich zum Beispiel um die Sachen kümmern, die ich eben erwähnt habe, aber wir brauchen natürlich auch ganz wichtig Firmen und Programmierer und Code-Contributions aus dem Ökosystem, die das System selber weitertreiben, die es zum Beispiel auf andere Devices bringen, auf andere Plattformen, wie im nächsten Punkt erwähnt. Naja, last but not least, und dann bin ich auch fast fertig. Es ist natürlich im Moment eine extreme Herausforderung, diese ganzen Organisationen, die durchaus auch mit Präsenzmeetings und so weiter verbunden waren, in Zeiten von Corona rein online durchzuführen. Wir haben an der einen oder anderen Stelle, haben wir natürlich solche Online-Meetings, aber das kann nicht wirklich alles ersetzt werden. Und wir sehnen uns nach dem Zeitpunkt, wann wir auch mal wieder eine In-Persona-Konferenz machen können. Ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen hinter die Kulissen führen können, Licht reinbringen können. Ich habe gesagt, Transparenz, Offenheit, jeder ist herzlich eingeladen, gerne auf die Mailinglisten, gerne in die Calls und so weiter reinzukommen, Fragen zu stellen. Und damit will ich an der Stelle das beenden und vielleicht noch ein, zwei Fragen, wenn noch welche da sind. Genau, erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. Und ja, genau, eine Frage wurde noch gestellt. Ist die Vision unterschiedliche Devices und Cloud-Browser bzw. Browser nur Vision oder schon spruchreif? Nein, also diese Vision an sich ist momentan in der... Also da ist die Frage, ob man halt ein LibreOffice-Ökosystem plant oder ähnliches. Ja, ich vermute hinter der Frage, die Frage, wird es wirklich auf allen Devices dann auch ein lauffähiges LibreOffice, LibreOffice Online und so weiter geben. Wir sind da in aktiven Diskussionen, also in Form dieser Vision des Next Decade Manifestos gibt es das noch nicht. Die Diskussionen laufen dahin, wie das genau implementiert wird, eben da sind wir dabei. Und jeder kann sich gerne an dieser Diskussion beteiligen. Wie gesagt, wir sind sehr offen. Vielen Dank. Und gerne. Ich danke auch und viel Glück noch weiter mit eurer Veranstaltung. Tolle Sache.